Die Netzverstärkung Badische Rheinschiene ist ein zentrales Netzbau- und Energiewendeprojekt für Baden-Württemberg. Im Zuge des Vorhabens wird eine 120 Kilometer lange Stromleitung, die aktuell auf 220 kV betrieben wird, auf 380 kV ertüchtigt. Das ist notwendig, um künftig mehr Strom auf dieser Leitung transportieren zu können. So machen wir das Stromnetz leistungsfähiger und stabiler und gewährleisten auch zukünftig die Versorgungssicherheit für die Menschen und die Unternehmen. Hallo, mein Name ist Andreas Schuster. Ich arbeite beim Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW und bin Projektleiter des Großprojektes Netzverstärkung Badische Rheinschiene. Im Zuge von NBR werden die bestehenden Strommasten und die Leitungen durch neue ersetzt. Die Masten werden zwar größer, dafür kann die Trassenführung in vielen Fällen jedoch optimiert werden. Dies ermöglicht größere Abstände zu angrenzenden Siedlungsgebieten. Von diesen kleinräumigen Trassenänderungen abgesehen, wird die neue Leitung auf der Strecke der bestehenden Trasse gebaut. Zusätzlich zur Verstärkung der Stromleitung werden 6 Umspannwerke im Rheintal zwischen Karlsruhe und Freiburg erneuert, umgebaut oder sogar neu errichtet. Die Planungen für das Projekt haben im Jahr 2013 begonnen. Seitdem hat sich das Projektteam immer weiter vergrößert auf heute 140 Mitarbeiter. Hinzu kommen mehr als 20 Partnerfirmen, die uns bei der Planung und der Umsetzung unterstützen. Apropos Planung, um diese bestmöglich an die lokalen Gegebenheiten und die Bedürfnisse anzupassen, stehen wir im engen Austausch mit den Eigentümern der betroffenen Flächen. Bei NBR sind das immerhin 7.500 Personen. Ich befinde mich heute hier in Rheinstetten-Forchheim, 5 Kilometer südlich vom Umspannwerk Dachslanden, dem Startpunkt der NBR. Der Mastbau hier ist der Startschuss für den Leitungsbau. Bevor jedoch die Arbeiten für den eigentlichen Mastbau beginnen können, sind einige vorbereitende Tätigkeiten notwendig. Dazu gehören Gehölzarbeiten, die Einrichtung der Baustellenfläche, die Errichtung zeitlich begrenzter Zuwegungen, das Abstecken der Maststandorte und die Erkundung von Kampfmitteln mit Hilfe sogenannter Tiefen- und Plattensondierung. Durch diese und weitere Maßnahmen stellen wir sicher, dass von den Bauarbeiten keine Gefahren für die Beschäftigten, für andere Personen oder Tiere in der näheren Umgebung ausgehen. So ist auch die Prüfung von Umwelt- und Naturschutzbelangen eine zentrale und gesetzlich verankerte Aufgabe im Zuge eines Infrastrukturprojektes wie NBR. Hier in Forchheim setzen wir zum Beispiel Schutzmaßnahmen für Fledermaus und Amphibien um. Bevor der Mast in die Höhe wachsen kann, wird das Fundament erstellt. Dieses wird immer an die örtlichen Gegebenheiten, sprich den Boden und das Gestein, angepasst. Welche Gesteinsarten und Bodenbeschaffenheit vor Ort vorzufinden sind, wissen unsere Experten, da im Vorfeld bereits Baugrunduntersuchungen durchgeführt wurden. Bei den hier eingesetzten Masten kommt die sogenannte Tiefengründung zum Einsatz. Hierzu werden mit einem Bohrgerät jeweils an den Eckpunkten der Maste die Fundamente ausgebohrt. In die Bohrlöcher wird danach die Bewehrung eingeführt und schlussendlich mit Beton vergossen. Bei einer Flachgründung erfolgt im Gegensatz dazu die Mastgründung klassisch durch Ausheben der Baugrube. Nach Aushärten des Betons wird die Baugrube wieder verfüllt. Dies erfolgt mit dem zuvor ausgehobenen und entsprechend den Bodenschichten zwischengelagerten Material. Für die hier eingesetzten Fundamente kommen ca. 150 Kubik Beton und 16.000 Kilogramm Bewehrungsstahl zum Einsatz. Wenn NBR fertiggestellt ist, werden wir ca. 22.000 Tonnen Stahl und ca. 3.000 Kilometer Leiterseile verbaut haben. Diese Zahlen zeigen, NBR ist ein Projekt der Superlative.
Nicht zuletzt, weil es einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende, zur Versorgungssicherheit und Netzstabilität in der Region und darüber hinaus leistet.